dum 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 dum. Ein Vorstellungsgespräch kann stressig sein, aber nicht für diesen coolsten Typ. Er fühlt sich im Büro seines zukünftigen Chefs genauso wohl wie zu Hause. Ich sag Ihnen jetzt schon, ich will nicht weniger als $50,000 pro Monat verdienen. Ich will flexible Arbeitszeiten und zwei nette Assistentinnen. Willst du Süßigkeiten? Sehr witzig. Nächster bitte. Dieser Chef hat eindeutig keinen Sinn für Humor. Beim ersten Vorstellungsgespräch ist es schwierig, ruhig zu bleiben und die Nägel nicht bis auf die Knochen abzukauen. Solche Typen haben sogar Angst vor ihren eigenen Schatten. Aber er muss sich zusammenreißen und ein Formular ausfüllen. Ups, jetzt brauchen Sie keinen Anspitzer mehr. Der nächste. Chefs sind auch nur Menschen und sie müssen sich entspannen und nicht immer über die Arbeit nachdenken. Aber er hat das nächste Vorstellungsgespräch vergessen. Komm rein! Der nächste Bewerber ist so frech, dass er nicht daran denkt, mal aufzulegen. Sieht so aus, als wäre es ein sehr wichtiges Gespräch. Ihre Aufgabe bei dieser Firma ist es, da ist die Tür. Raus mit dir. Was ist das denn für ein Typ? Er hat definitiv keine Chance. Wer ist als nächster dran? Damit hätte keiner gerechnet. Es kann nicht verkehrt sein, sich auch mal anzupassen. Das ist die perfekte Gelegenheit zu punkten und die Chance auf einen Traumjob zu verbessern. Leider reicht das aber nicht. Es gibt sehr viele Bewerber für diesen Job, aber nur einer kann die Stelle bekommen.
Wir regeln das vor der Tür. Die Konkurrenz schnell loszuwerden, ist ein echtes Führungsmerkmal. Ich kann den Vertrag jetzt unterschreiben und sofort mit der Arbeit anfangen. Und dieser Typ liebt Zeitpläne, Diagramme und Algorithmen. Er kann sogar seine Reisen ins Badezimmer optimieren und präsentieren. Ohne viel Zeit zu verlieren, versucht er seinem Chef, die Vorteile seiner Anstellung zu erklären. Statistiken können sehr interessant sein, aber nicht für alle. Er ist auch sehr erfinderisch. Komm ruhig herein. Wenn ihr den Chef nicht mit einem Lebenslauf und der Berufserfahrung beeindrucken könnt, müsst ihr euch irgendwie von den anderen Bewerbern abheben. Ich kann aber noch viel mehr. Der Chef mag die Musik wohl nicht. Okay, dann zeige ich Ihnen meine Tanzfähigkeiten und Flexibilität. Wir rufen sie nicht an. Nächster! Wenn ihr im Leben weiterkommen wollt und einen guten Job finden möchtet, braucht ihr Connections. Gute Connections zu euren Gehirnzellen. In Ihrem Lebenslauf sagten Sie, dass Ihre Fähigkeiten Ehrlichkeit, Anstand und Selbstlosigkeit sind. Stimmt das? Sagen Sie mir, warum Sie Ihren alten Job gekündigt haben. Was ist Ihr Einstiegsgehalt? Dieser Typ muss in den nächsten Monaten nicht mehr arbeiten. Entschuldigung bitte. Haben euch die Vorstellungsgespräche gefallen? Dann schreibt uns, ob euch auch schon mal was Lustiges passiert ist. Abonniert unseren Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schlagt doch auf die Glocke, damit ihr kein Video von WarMotion verpasst.